ja, die Aufgabe gemeinsam mit Christoph auch annehmen. Herzlich willkommen. Danke, Werner. Guten Tag an euch alle. Es ist für mich sehr wichtig, wieder da zu stehen. Ich glaube, dass ich in die letzte Woche fantastische Menschen hier kennengelernt habe. Die Gespräche mit der Vereinsführung, Präsident, Vizepräsident, Christoph Lehnl und Werner waren von Anfang an auf einer Ebene, wo ich mich als Mensch wohlgefühlt habe. Und in unserer Welt, Fußballwelt, es war etwas, wo ich unbedingt suchen wollte, diese menschliche Wärme, diese Werte von der Vereinsführung, die müssen mit mir passen und die passen meinem Gefühl nach hundertprozentig. Diese Familienatmosphäre, die da steht, war mir sehr wichtig in meiner Entscheidung. Sicherlich haben wir eine schwierige, komplizierte Herausforderung vor uns. Jeder im Verein ist das bewusst, dass die Situation alles andere als zufriedenstellend ist. Wir sind Tabellenletzte, das wissen wir. Aber es ist auch klar, wenn das nicht bewusst wäre, wäre ich nicht da. Und dafür bin ich dankbar, dass dieses Vertrauen, das mir geschenkt ist, die Mannschaft von da unten rauszuholen, werde ich mit aller Macht und allem, was mir meine menschliche Möglichkeit gibt, vorantreiben. Ich bin da mit viel Enthusiasmus, also ich bin erholt. Ich habe ein Jahr und ein paar Monate zu Hause gelebt, mit den Kindern und der Frau gute Zeit gehabt, aber es war auch Zeit, dass wieder losgeht. Meine Akkus sind voll. Ich habe viel Zeit gehabt, auch um mich mit vielen verschiedenen Meisterschaften auch zusammenzusetzen. Und somit komme ich auch in eine Bundesliga, wo ich die letzten Wochen, Monate intensiver verfolgt habe, was mich jetzt natürlich hilft. Ich bin überzeugt von dem Potenzial der Mannschaft und ich bin überzeugt mit der Vereinsführung, mit der Atmosphäre, die da herrscht, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden. Wir sind auch nicht blauäugig und wissen, dass wir von Anfang an alles rosa-rot sein, aber wir werden die Ärmel hochkrempeln und dafür alles tun. Das ist meine Aufgabe und die Aufgabe auch von dem Verein, dass wir schaffen, die Spieler in ein Umfeld zu schaffen, dass sie sich wohlfühlen und somit auch Top-Leistung bringen können. Vielleicht bezüglich des Fußball, für mich ist eine große Herausforderung, aber ich möchte, dass die Mannschaft am ersten Spieltag, am 12. körperlich und physisch absolut auf der höchsten Level, was es in Österreich gibt. Dafür werden wir viel tun. Und der Klassenerhalt gilt über diese konditionelle Fähigkeit vor allem, dass wir da richtig einen aggressiven Fußball spielen können. Das wäre es auch von meiner Seite. Und zum Abschluss nochmal vielen Dank auf SC Altach, mir diese Chance zu geben, meinen nächsten Schritt zu machen in meiner Fußballerkarriere, Trainerkarriere. Und ich hoffe, dass wir öfter mit dem Lächeln da stehen werden als umgekehrt.